Wir nähern uns jetzt Korras Nav-Punkten. Etwas ist dort. Vielleicht eine Arche. Verdammte Geißel. Sam, hilf mit Sensoren. Kellos Kopf war gerade ein bisschen furchteinflößend. Schwer zu glauben, dass die Lucinia das überlebt hat. Was will die Asari-Arche hier? Verirrt vielleicht. Oder sie sucht was. Sarissa hat Pläne für die Jäger der Dezimierung. Von ihr stammt das Handbuch für Krisen. Die Elite-Soldatin. Glauben Sie immer noch, die schafft alles? Sarissa war eine Legende, bevor sie Leibwächterin des Pathfinders wurde. Sie hat einen Plan. Aha, Schiff der Initiative geortet. Hui. Lebenszeichen. Minimale Energie. Mehrere Rumpfschäden. Ein Wrack. Wenn sie fliegen kann und die Crew lebt, ist alles okay. Kello, wir gehen rein. Ich versuch's. Eine Andockbucht funktioniert bestimmt noch. Ich bin gespannt. Da sind wir also. Auf der Arche der Asari. Wir sind an Bord. Irgendeine Reaktion auf Funksprüche? Nichts. Vielleicht sind ihre Sensoren kaputt. Hier sieht's ja aus. Das war keine Weltraumschlacht. Sie wurde geentert. Dekompression eingeleitet. Verreckt, ihr Kettmonster! Wir sind keine Cat. Wir sind ein Pathfinder-Team. Ryder, Lieutenant Harper und Sam, sende ihr unsere Ident-Codes. Bestätigt. Tut mir leid. Ich bin Captain Atandra von den Resten der Lucinia. Kommen Sie auf die Brücke. Vielleicht können Sie dabei helfen, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Sehr gern. Wie gut, unfreundlich. Sind wir fast pulverisiert worden hier. Ja, was erwartest du, Jarl? Ich meine, hier geht's immer ums Überleben, ne? In diesem Bereich das wurde gekämpft. Atrium entdeckt. Aber keine Leichen. Was auch immer passiert ist, es hat den Captain ganz schön aggressiv gemacht. Wenn die Tempest so aussähe, wie würden Sie sich dann fühlen? Gut, ich meine, Leichen kann man wegräumen, ne? Wenn man siegreich ist, kann man danach seine Verbündeten auch wegräumen. Natürlich auch die Gegner, wenn man da noch wohnen will in dem Raumschiff. Würde ich auch nicht liegen lassen unbedingt. Lucinia, Statusbericht. Energieverteilungseffizienz 9%, doch noch so viel. Antriebskern offline, Lebenserhaltungsfunktion 83%, na immerhin. Kritische Schäden, Deck 12, Wartung und Hülleneinschläge. Tja, tja. Sieht nicht so gut aus. Kann ich eigentlich irgendwas scannen? In der Tat. Trümmer. Lucinia, Crewaufstellung, Brücke 2 von 7, Wartung 0 von 20, Sicherheitsteam 0 von 20, medizinisches Team 0 von 20, Techniker 0 von 12. Es leben noch zwei Leute hier? Echt jetzt? Achtung, zentrale Systeme kritisch unterbesetzt. Von Stase-Aufhebungen bei Zivilisten wird abgeraten. Sofortige Stase-Aufhebungen bei wichtigem Personal wird empfohlen. Override-Autorisierung, bla. Kommentar, Familien zuerst, Sam. Override-Bestätigung, bla bla bla, sofort, Pathfinder. Zwei Leute noch aktiv, na Mensch. Schauen wir uns das doch mal an. Aber gut, was an dem Datenpad steht, muss ja nicht mehr aktuell sein. Sie würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Theris, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für ihren Blutdruck. Korra hier dachte, die berühmte Sarissa hätte alles im Griff. Ich dachte, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder und sie wären Leibwächterin. Ihre Tiamna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Cat sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Cat hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Cat. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten.
ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Cat hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken, und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Na, ja, das klingt doch nach einer ganz interessanten Lage hier. Von wie vielen Cat reden wir hier? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ULG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. Die Cat bezahlen. Versprochen. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe ihnen Zugang. Aber Vorsicht. Klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Na dann, auf. Sind Sie okay, Cora? Pathfinder gehen Risiken ein. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater. Wir würfeln und... Cora, mir wird nichts zustoßen. Das habe ich nicht gesagt. Nicht? Kommen Sie. Je früher wir die Elite-Soldatinnen finden, desto besser. So, na dann. War es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Man stelle sich jahrhundertelange Stille und Einsamkeit vor. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Ich frag mich, ob wir das wirklich schaffen, selbst wenn wir durch die Geißel durchkommen. Aber gut, wir werden es sehen. So ein einziger ÖLG-Stoß, naja, da muss man halt auch gut zielen können. Ne? Das ist wie Billard auf eine übelste Entfernung. Hangarsteuerung, Wartungslog, Techniker Sadia, gut. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht lesen. Jemand hat die Hangartüren geöffnet und dann versucht, sie in Eile zu verriegeln. Hatte vielleicht was mit der Geißel zu tun. Ich erwarte jeden Moment Feindkontakt, wir muss ich da. Sagen. Hangarsteuerung. Das sieht mir ganz stark nach einem Gebiet aus, in dem man kämpfen kann. Da, das ist kein Cat. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Hier lebt noch jemand. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Cat haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Sam hat bestimmt einen Override für alles, was die Cat getan haben. Cat überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ILG. Ich... Vedaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Gut, schauen wir es uns an. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Wer hätte das nur gedacht? Ich komm mal hoch. Kontrolle aktiviert. Sie müssen in Reichweite bleiben.
Ach, sowas ist das hier, okay? Konsole aktiviert. Sie müssen in Reichweite bleiben. So, dann setzen wir einfach mal ein Stasefeld dahin. Und sitzen das Ganze hier ein bisschen aus. Hangartüren zu 21% geschlossen. So, das kenne ich von den Multiplayer-Spielen, da gibt es das auch. Dass man dann innerhalb eines bestimmten Felds bleiben muss. Wobei, ich glaube, das war bei Mass Effect 3, denn ich glaube, bei Andromeda habe ich nie Multiplayer gespielt. Ah, da oben ist die Sau. Machen wir doch mal eine Stase hin. So, kleine Biotik-Kombo. Hangartüren zu 53% geschlossen. Oh, das ist aber unfair. So, dann muss ich halt doch mal kurz rauskommen. Und schnell wieder rein. So, mein Freund. Wollen wir dem Gesalbten noch mal ein bisschen was verpassen hier? Hangartüren zu 77% geschlossen. Na, das klingt doch schon ganz gut. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt stürzt mir das schon wieder hier in den Fenstermodus ab. Nee, doch nicht. Wow, aber irgendwie leckt's gerade ganz gewaltig. Und Feierabend. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Cap-Zugang abgeschnitten. Nice. Nice. Schön hier bleiben. So. Können zumindest schon mal keine neuen nachkommen. Das ist doch schon mal gut. Wo sind die denn? Da ist einer. So, für den hat sich's ausgekettet. Okay, das müsste es gewesen sein. Sehr gut. Haben wir immer noch keine Energie? Bedaria? Fragen wir sie. Also sie rennt erstmal weg. Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Scheiße. Bedaria? Weißt du, was du tust, Mädchen? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß! Die Überlastung hat einen Brand ausgelöst! Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Vielleicht hat die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln. Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo geht's zu den unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Kett in der Leere vergehen. Also dann, Mission geht weiter. Ryder, hier ist Sarissa. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung, machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarissa out. Hier ist es verdammt dunkel, muss ich sagen. Wie soll man auf Ziele schießen, die man nicht sieht? Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Okay, hier geht's nicht lang. Gibt's hier was für uns? Bestimmt, oder? Was ist das? Könnte ein kleiner Schrein sein. Auf dem Schild steht Matriarchin Ishara, der verstorbene Pathfinder. Hm. Interessant. Kannten Sie Matriarchin Ishara? Nicht persönlich. Sie war Diplomatin. Sehr weise und überall respektiert. Hier, Bedaria. Bin fast bei den Stase-Kapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge.
Vidaria, durchtrennen Sie die Mac-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Ausmalspaß für jedes Alter. Dieses holographische Malbuch ist auf das einfache Bild eines Bauernhofs eingestellt. Jemand hat in Farbe herumgekritzelt und Tiere von Thessia dazu gezeichnet. Auf einer Seite steht, meine Farm. Pflanzensamen, Gießkanne, sie bekommen jede Menge Heu. Mama sagt, wir müssen wieder auf ein Schiff. Mama sagt, ich muss tapfer sein. Ich will nicht tapfer sein, ich will einen Bauernhof. Tja, vielleicht kriegst du den noch? Wobei, ich glaube nicht, wenn du damals wach warst, dann musst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr am Leben sein. Rotation Kinderbetreuung. Ach, du sind ja Notkinderbetreuung von Thanamis Tijotra. Oder leben die Kinder vielleicht noch irgendwo und sind eingesperrt? Wer weiß. An alle weiterleiten, die nicht auf der Hauptliste stehen. Bellas, ich kann die Zwillinge und Mohia heute Abend nehmen. Ja gut, das müssen wir jetzt nicht lesen, glaube ich. Tag 10, wir halten durch. Okay, die waren damals schon eingeschlossen. Okay, ich schaue nochmal ganz kurz. Stereotypen, steht irgendwas, wo die sind? Nee, ne? Steht nicht da, okay. Abschied von Rodera Fieris. Mache in Kürze den großen Sprung. Zurückbleiben meine Liebe und meine besten Wünsche. Jemand kann meinen Stasis-Spind haben. Ich kann ihn nicht mitnehmen, also ist er mir egal. Wir finden Hilfe. Versprochen. Na gut. Sie haben die Leute ganz schön eng zusammengepfercht. Und alle haben auf die Evakuierung gewartet. Schauen wir noch mal kurz hier. So noch im Terminal. Leute. Eingepfercht. Wartend. Ständig gehen Alarme los. Die Cat haben ihnen das angetan. Noch ein Grund, um Rache zu üben. Was geschehen ist von Sarissa. Sie wurde aus der Stase geholt, weil sie vorzeitig an Deck gebraucht werden. Wurden, nicht wurde. Leider müssen sie sich jetzt an völlig andere Umstände anpassen als erwartet. Um Gerüchte zu vermeiden, hier die aktuelle Situation. Wir werden von einer feindseligen Spezies angegriffen. Diplomatische Bemühungen wurden zurückgewiesen und werden nicht wiederholt. Leider ist unsere Matriarchin Ishara bei den Verhandlungsversuchungen zu Tode gekommen. Ich habe widerwillig ihre Funktion als Pathfinder übernommen, kann sie aber nicht ersetzen. Wir müssen von unserem geplanten Kurs abweichen und versuchen, den Feind von unserem Treffen mit der Nexus abzuschütteln. Vor unserem Treffen mit der Nexus. Ich habe mit Captain Atandras Einverständnis einen allgemeinen Evakuierungsbefehl ausgegeben, während wir die Zivilisten aus der Stase holen. Bis dahin werden Eliteeinheiten und unser Aufklärungsschiff, die Perifona, für die nötige Ablenkung sorgen. Ich werde den Ernst unserer Lage nicht verharmlosen. Ich werde aber auch nicht ihre Fähigkeiten unterschätzen. Ich habe Vertrauen in sie. Antwort: Ich bereue es, von Saren Teloria. Zum letzten Mal. Ich halte nicht den Mund. Ich bin eingeschlafen und habe von neuen Welten geträumt. Und als ich aufwachte, war überall Feuer. Und Leute haben geschrien und sich in Schlafsälen zusammengedrängt. Und sie lassen uns nicht mehr zurück in die Stase. Wir wollen in einer winzigen Rettungskapsel eine Notlandung auf einem unwirtlichen Planeten machen. Was ist daran besser? Ich will, was mir versprochen wurde. Schließlich habe ich ihnen dafür mein Geld und mein Leben gegeben. Und ich werde weiterhin alles tun, um Antworten zu bekommen. S. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, also, das ist ziemlich blauäugig jetzt da sozusagen. Ja, ich dachte, ich komme in eine neue Welt, alles ist super. Das ist klar, dass das nicht so aussieht. Du bist hässlich. Geh weg. Ja, also damit musste man ja rechnen. Dass das so läuft hier. So, ich schau noch mal ganz kurz hier drüben nach, ob es hier auch noch was gibt. Ich höre Cat. Hallo! Wie geht's, wie steht's? Was hatten die vor? Wahrscheinlich wollten sie an uns vorbeischleichen. Ist ja ganz gut, dass wir die gefunden haben, wa? Ah, hier gibt's sogar was zu scannen. Verpflegungskiste. Okay. Ich ziehe die Waffe mal lieber, damit wir ein bisschen Beleuchtung haben hier. So, und dann schauen wir doch mal nach hier. Vidaria nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr.
Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. So. Sieht nicht gut aus. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Okay, ich war zwar noch gar nicht in der Nähe des Feuers, aber ich bin offenbar gestorben. Sehr interessant, sehr interessant. Okay, dann müssen wir wohl doch die Sprenkelanlage aktivieren. Bedaria nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Fand ich jetzt ein bisschen dreist, dass mich das kleine bisschen Feuer da getötet hat. Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Hier, Vedaria. Die Cat haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Okay. Geräuschlos. Für geräuschlos musst du die Klappe halten, ne? Ist dir klar. Dass mich dieses kleine Feuer getötet hat, finde ich schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Aber gut, gehen wir weiter. Hallo? So, immer weg mit denen. Wo ist denn hier noch jemand? Ich sehe es gar nicht. Ach, da hinten. Wir greifen von oben an. Was? Na, die trauen sich ja was. So, wo haben wir denn hier noch jemanden? Da! Und weg mit dir. Sehr schön. Okay. Aber die Cat wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Wir schauen erstmal ganz kurz, ob es ja auch irgendwo Schalten Lebensenergie Sie die Sprinkler gibt. Ein, dann können wir das Feuer löschen. Ja, Moment. Ich muss erst mal kurz schauen, ob wir hier... Ja, dachte ich mir doch. Genau, dann lade ich noch mal kurz mein Leben auf, bevor wir hier weitermachen. So, jetzt können wir das von mir aus aktivieren. Ich hoffe... Das ist durchgeschmort. Oh, echt? Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Na super. Okay. Das dachte ich mir fast, dass wir ich ja mit dem Scanner was finden. Zu reparieren. Was ist mit Ihnen, Ryder? Schon gefunden, schon gefunden. Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal. Ausgezeichnet. Das wird uns abkühlen. Vedaria hier. Ich habe die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nav-Punkt. Wir sehen uns dort. Gut, mit Vedaria treffen? Die Frage ist, können wir gleich hier unten lang, hier, oder? Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf, aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche. Auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Vielleicht, wenn er flieht von hier und alles mitnehmen möchte? Um sich selbst zu helfen? Scratchpad. Anmeldung. Hilfstechnikerin Lapiris Tikal. Rumpfpanzerung entdeckt 12 durchstoßen. Keine Atmosphäre mehr. Keine Zeit und kein Personal zum Schweißen.
100 plus in der Falle. Keine Anzüge, keine Zeit, nicht schaffbar. Es ist schaffbar. Heute stirbt keiner mehr. Will die Kette an der Kehle packen und durchschütteln. Träum weiter, Bohnenstange. Hätte eine Jägerin werden sollen. Pack zu, pack zu! Halte die Deckhülle an ihrer Position. Nicht luftdicht, aber so, dass man durchatmen kann. Problem gelöst. Okay.